Also, wie erstellt man jetzt eigentlich eine E-Mail? Wie macht man das Ganze? Gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es entweder mit dem Tab E-Mail Marketing hinbekommen und anstatt den Newsletter dann auch zu verschicken, machst du das Ganze einmal als, zum Beispiel als Entwurf. Ja, oder bin ich eigentlich eher der Fan von, ich gehe auf Automatisierung, gehe auf Automatisierungsnachrichten und klicke hier auf Entwurf erstellen. So, dann nehmen wir einmal die Liste, ich nehme mal hier die Liste. Der Nachrichtenname ist das, was bei dir hier im Dashboard angezeigt wird. Das heißt, es ist nichts, was dann später der Kontakt oder die Person, die die E-Mail bekommt, dann auch sieht. Ja, machen wir einfach mal Test draus und im Betreff, jetzt wird es richtig geil, im Betreff, das ist das, was natürlich dann auch der Kontakt in deiner E-Mail-Liste dann auch als erstes liest, in der Betreffzeile, und hier arbeite ich immer mega gerne mit dem Personalisieren, heißt, du kannst dir zwischen Namen aussuchen, First Name, Last Name, je nachdem, wie das Ganze auf der Landingpage eingetragen wurde. Wow, was man hier nicht alles machen kann, ist ja schon fast FBI-Style mäßig. Auf jeden Fall, ich nehme immer gerne einen Namen. Da können Sie sagen, Name, Komma, hier dein Geschenk. Ja, oder hier das erste Video, ja, aus dem vierteiligen Videokurs. Oder was du natürlich auch machen kannst, habe ich ein bisschen vergessen zu sagen, sorry dafür, ich gehe ganz kurz zurück, und zwar, du könntest hier, ist mir gerade eingefallen, Gott, das ist groß, beim Leadmagneten natürlich auch einen kostenlosen Online-Kurs nehmen, ne? Online-Videokurs kann natürlich ein aufwendiger, langer Kurs sein, kann auch ein Minikurs sein. Ja, könntest du dann zum Beispiel hier in die Betreffzeile mit einfügen oder was auch immer, wie auch immer. Auf jeden Fall, solange dann hier auf diese Art und Weise Name steht, wird auch der Name eingetragen, den die Person angegeben hat. Musst du nicht unbedingt immer machen, wenn du es immer machst, kommt das irgendwie auch mit der Zeit strange rüber. Deswegen alle paar E-Mails mal da den Namen mit einfügen, wird auf jeden Fall dazu führen, dass die Öffnungsrate nochmal deutlich in die Höhe geht. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier dein Geschenk. Ja, weil die Person hat sich ja für irgendwas eingetragen, um etwas zu bekommen. Hat was dann wert. Dann gehe ich auf ein nächster Schritt. Also du kannst unten natürlich auch nochmal die E-Mail-Adresse angeben, bei der du willst, dass du Antworten kriegst. Also jemand liest deine E-Mail, will dir irgendwie antworten darauf, schreibt dir eine E-Mail und dann auf diese E-Mail-Adresse kriegst du die Antwort. Dann sind wir hier beim nächsten Fenster. Du kannst nämlich entweder zwischen vorgefertigten Vorlagen wählen oder du kannst auch bei 0 anfangen. Hier einfach mit, zum Beispiel hier werden dann Bild, dann Bild, Text, Text, Bild, Text, wie auch immer. So, Vorlage nutzen. So, kannst du ein Bild von dir einfügen oder was auch immer. Ich wähle jetzt mal im Moment das hier aus. Kannst dann mit der Größe natürlich auch rumspielen, das Ganze anpassen. So, fügst du deinen Text ein, beispielsweise Hallo oder Hey oder Hi oder wie auch immer es für dich am authentischsten ist. Ja, deinen Namen, na, mit einfügen. Hallo, Lisa hier, Mark hier, wie auch immer du heißen magst, keine Ahnung. Und dann fügst du deinen Text ein. Und ich empfehle dir immer, ich mach's mal folgendermaßen. So, ich bin ein Genie, sieht doch total top aus. Mehr oder weniger. Also hier, wie auch immer du heißt, hallo, Lisa hier, Marc hier, keine Ahnung. Und dann ganz wichtig, lass mal Leerzeilen dazwischen. Begeh bitte nicht den Fehler, sagen wir mal, das hier wäre eine Art Überschrift. Ja, zum Beispiel. Und die wäre, sagen wir mal, auch fett. Ja, mach's mal ein bisschen größer. Dann mach bitte nicht folgendes und mach so, weil kannst hier rechts dann auch schauen, gleich auf dem Handy, wie das Ganze aussieht. Und das sieht nicht so toll aus, wenn da keine Zeilen zwischen sind. Wenn du das, wenn du zum Beispiel so machst, dass du hier einfach einen dicken, fetten Text hast. Ja? Dicken, fetten, was habe ich jetzt gemacht? Dicken, fetten. Ich weiß gerade nicht, wie das passiert ist. Ich habe, glaube ich, STRG-Z gedrückt. Habe ich toll gemacht.
Auf jeden Fall, hier sieht man es eigentlich auch gut, wenn du einen dicken, fetten Text hast, ja, die Leute haben keine Lust, sich das vor allem nicht auf dem Handy irgendwie durchzulesen. Ja, deswegen immer bitte nochmal eine Leerzeile dazwischen, ja, dass da auch wirklich so ein Platz nochmal dazwischen ist und versuch die Zeilen vielleicht auch auf 2 bis 3 zu reduzieren. Ja, also anstatt so einen Text zu haben, dann lieber so einen Text. Oder meinetwegen nur ein Zweizeiler. Immer. Ja, oder je nachdem, was du schreibst, vielleicht auch mal einen Satz nur in einen Zeiler reinhauen. Und was du natürlich auch damit machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel Buttons einfügen. Kannst da die Farbe verändern. Kannst dann übrigens grün im Online-Marketing sehr beliebt. Klicken die Leute meist eher drauf, als dass der Button jetzt irgendwie rot ist oder gelb oder irgendeine andere Farbe hat. Hier würde ich nochmal eine Leertaste mit reinhauen oder ein Leerzeichen, wie auch immer, damit so einen kleinen Abstand hat. So. Und den Text kannst du natürlich auch ändern. Ne? Hier geht's zum was auch immer. Kurs, Video, Artikel, was auch immer. Ne? Und ganz wichtig, wenn du hier ist ein Link, das ist gut. Wenn du Links, nee, ist nicht, auch nicht schlecht. Wenn du einen Link einfügst, nimm jetzt irgendwie kurz mal einen Link hier irgendwo mir heraus. Und mein Deutsch will natürlich nicht mehr funktionieren, das ist auch gut. Und wenn du hier irgendwie einen Link einfügen willst, ja, du markierst den Text, gehst hier auf dieses Link-Symbol, fügst das einmal, jetzt habe ich den Link nicht kopiert, frag mal, egal, fügst das einmal ein, wird blau, das ist gut. So, manchmal, und das ist mega nervig, ist es so, dass es nicht zum Beispiel jetzt hier, wie ich ja auch wollte, in blau angezeigt wird, sondern meist, ja, irgendwie lila ist. Ne? Und ich musste schon echt lange irgendwie daran tüfteln, herauszufinden, wie man dann so einen ekligen lila Link wieder zu einem blauen Link oder orangenen Link, roten Link, grünen Link, was auch immer, wieder hinbekommt. Man denkt sich, das ist so der logische Weg eigentlich, man sucht die Farbe aus und klickt einfach auf OK. Und in diesem Fall wird das auch anscheinend passieren. Nur meist in der Realität, in der Praxis passiert das nicht. Es bleibt immer noch bei lila, deswegen muss man, falls du so eine hartnäckige Linkfarbe hast, bitte Folgendes machen. Du klickst nochmal hier auf die Farbe, klickst auf Annullieren, klickst auf OK. Wenn du Glück hast, ist es dann schon blau oder die Farbe, die du willst. Wenn du Pech hast, musst du das irgendwie gefühlte 3, 4, 5 Mal wiederholen, bis es dann auch endlich mal funktioniert hat. Also ganz wichtiger Tipp hier mit dem Annullieren der Farbe, dem Entfernen sozusagen und dann wieder dem neuen zuweisen. Ja, also ein OK reicht da meist eigentlich nicht aus. Jetzt hier gerade reicht ein OK aus. Warum genau, weiß ich nicht. Ist halt irgendwie Vorführeffekt. So, du kannst natürlich dann auch nochmal zum Beispiel horizontale Linien mit einfügen oder Bilder mit einfügen. Wobei eigentlich dieses eine Bild hier ganz oben ist schon gefühlt eigentlich das Maximum, desto mehr Bilder du einfügst oder sogar vielleicht zum Beispiel GIFs einfügst, also Bilder, die dann eine Animation drin haben. Ja, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail dann leider auch im Spam-Ordner landet, die Öffnungsrate dadurch natürlich den Bach runtergeht und dann auch ja, deine E-Mails nicht gelesen werden, im schlimmsten Fall dann natürlich da auch keine Verkäufe stattfinden und dann war natürlich auch alles wieder für die Katze. Deswegen desto weniger Bilder, desto besser. GIFs am besten gar nicht benutzen. Und du könntest sogar auch dann nochmal ein Webinar mit einfügen. Wenn man draufklickt, ist man dann auch im Webinar mit drinne. Und du hast ja sogar coole Sachen wie irgendwie E-Commerce Zeugs, ja, hier Checkout with PayPal, hier Buy the Product, Click on the Button, was auch immer hast du nicht gesehen. Also du hast ja wirklich mega viele Möglichkeiten. Du hast ja deine Social Sharing Möglichkeiten, falls du auf Facebook auch aktiv bist, dass dann irgendwie das Ganze geliked wird und hast du nicht gesehen. Du kannst auch, glaube ich, eigene Sachen mit einfügen. Hast hier nochmal eine Historie. Das wusste ich irgendwie auch nicht. Das ist mir übrigens neu. Die Sachen mit der Historie habe ich noch nicht wirklich benutzt. Und ja, genau. Wenn dir das Ganze halbwegs gefällt, kannst du dir auch eine eigene Testnachricht schicken an deine E-Mail-Adresse.
Ja, du willst ja halt auch an deine E-Mail-Adresse, die du dann vorher natürlich nochmal im Dashboard eingegeben hast, welche das sein soll. Und wenn du dann fertig bist mit der E-Mail, klickst du auf nächster Schritt und das Ganze wird dann auch als Entwurf gespeichert. Ja, hier ist der Entwurf, das ist schon mal gut. Wenn du das Ganze natürlich hier mit dem Tab E-Mail Marketing gemacht hättest und dann auf nächster Schritt klickst, ja, dann wird das an deine E-Mail-Liste verschickt und das kannst du, die E-Mail kannst du dann auch später in deinem Workflow benutzen. Und das ist auch der nächste Punkt, der wohl interessanteste von allen hier, die Automatisierung.